Im letzten Video haben wir das NAS zusammengebaut und gestartet. Und nach dem ersten Start möchte ich natürlich erstmal auf das NAS zugreifen. Dazu muss ich wissen, welche IP-Adresse es bekommen hat. Ich habe es ja mit einem LAN-Kabel an den Router verbunden und es meldet sich dann eben am Router an und der Router weist eine IP-Adresse zu. Um jetzt herauszufinden, welche IP-Adresse er zugewiesen hat, bin ich auf das Interface von meinem Router gegangen. Dazu muss ich die IP meines Routers wissen. Die finde ich entweder im Handbuch oder auf der Rückseite auf dem Aufkleber beim Router. Das sind in der Regel so Standard standardisierte Adressen wie 192.168.0.1 oder statt der 0 hier eine 1, also 1.1 oder 192.168.178.1 bei Fritzboxen und beim Speedport von der Telekom ist es 192.168.2.1. Oft muss man sich da noch mit Benutzernamen und Passwort einloggen, auch das findet ihr in der Regel im Handbuch oder auf der Rückseite von eurem Router. Oft sind es auch Standardpasswörter wie Benutzername Admin und Passwort auch Admin. Habt ihr euch nun eingeloggt, müsst ihr auf die Übersicht eures Heimnetzwerks kommen, da bin ich jetzt schon in meinem Fall und hier sehe ich die ganzen angeschlossenen Geräte in meinem Netzwerk. Was interessiert uns hier? Naja, hier sehen wir eins, das heißt NAS 12 Terabyte, das ist tatsächlich mein NAS, den Namen habe ich selbst vergeben, trotzdem die QNAP NAS melden sich an mit dem Kürzel NAS vorne dran, also das sollte man schon erkennen und selbst wenn man es nicht erkennt, muss man die IP-Adressen durchprobieren. Wie probiert man die IP-Adressen durch? Hier in meinem Fall ist hier hinten eine /24 dran, das interessiert uns nicht, also wir brauchen nur diesen Teil der IP-Adresse. Den kopiere ich mir in die Zwischenablage, mache ein neues Tab im Browser auf, kopiere den hier rein und drücke Enter. Hier komme ich tatsächlich aufs Interface von meinem NAS. So sollte das bei euch ungefähr auch ausschauen. Gehe ich nochmal zurück. Was ich jetzt machen sollte, ist, ich sollte eine feste IP dem NAS vergeben. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ihr ja diese Aktion hier nicht jedes Mal machen wollt und die IP raussuchen wollt, sondern einfach immer eine feste festlegen solltet. Deshalb gehe ich jetzt hier auf DHCP-V4 Server. Das sieht bei euch natürlich im Router anders aus. Auch da hilft der Blick ins Handbuch, wie das bei euch funktioniert. Und hier muss ich die MAC-Adresse eintragen und die feste IP eintragen. Jetzt sollte ich hier noch auf eine Sache achten. Der Router vergibt automatisch Adressen und meiner fängt hier im Bereich ab 100 an. Das kann ich auch hier sehen, wenn ich nochmal in mein Netzwerk zurückgehe. Viele Geräte haben halt eine Nummer bekommen, die ab 100 anfängt. Zum Beispiel hier mein Lenovo-Laptop, der hat die Nummer 100 bekommen. Hier hinten habe ich die 101 für mein Smartphone. Hier habe ich noch einen Router zwischengeschaltet, der hat die 105, die 108, die 109, also alles über dem 100er Bereich. Mit dem NAS bin ich jetzt unter der 100 geblieben, schlicht und ergreifend deshalb, weil der Router dort nicht selbstständig Adressen vergibt und es nicht da zu Konflikten kommen kann. Also ihr solltet schauen, ab wann fängt euer Router an Adressen zu vergeben und ihr solltet dort drunter bleiben. Dazu braucht man die MAC-Adresse, die kann man hier reinkopieren und kann hier die IP-Adresse festlegen. Die MAC-Adresse könnt ihr auf dem NAS, wahrscheinlich ist auch ein Aufkleber drauf, da wird sie auch draufstehen, aber wir haben sie hier auch vorhin gesehen, wenn ich nochmal auf mein Netzwerk gehe, dann finde ich hier die MAC-Adresse bei meinem NAS dabei stehen, die soll dem Router immer stehen und die kann ich hier rauskopieren und einfach dort übernehmen und die IP festlegen. Das wäre die elegante Möglichkeit, wenn euer Router das nicht anbietet, dass man feste IPs vergibt. Macht zum Beispiel der Speedport nicht. Einige Modelle wahrscheinlich aus der Speedport-Reihe nur. Dann kann man diese IP auch im NAS später festlegen. Schauen wir uns auch noch an. Bin jetzt also hier auf meinem Interface vom NAS und am Anfang, ich klicke einfach auf Login, am Anfang loggt man sich damit Standard-Kennwort ein, nämlich Benutzername Admin und Passwort ist auch Admin. In meinem Fall habe ich es schon geändert, das solltet ihr euch überlegen auch zu tun. So, jetzt bin ich schon auf dem NAS angekommen, so sieht die Oberfläche aus. Jetzt schauen wir uns noch an, wie ich von hier aus eine feste IP festlegen kann, damit die sich nicht mehr ändert. Gehe hier also auf die Systemsteuerung und klicke hier oben auf Netzwerk. Hier sehe ich dann die zwei LAN-Ports, die das Gerät hat. Nur eine ist grün, nur eine ist aktiv, das ist richtig so. Hier sehe ich auch die IP-Adresse, die zugewiesen wurde. Der Gateway ist mein Router. Wenn mein Router jetzt nicht die Möglichkeit bietet, dass ich eine feste IP vergebe, dann muss ich es im Gerät machen, wie vorhin schon angesprochen. Dazu klicke ich hier auf Bearbeiten. Klicke hier unten auf statische IP-Adresse verwenden. Jetzt solltet ihr hier die ersten drei Stellen, sollten die sein, die auch euer Router hat, also bei mir 192.168, hier die 0 und hinten die 35, das hat ja das Gerät jetzt schon. Hier unten die Subnetzmaske, die könnt ihr in der Regel so übernehmen, wie es hier bei mir auch seht. Und der Standard-Gateway muss dann der Router sein, also 192.168.0 und 1. Das könnte ich jetzt so speichern, da wird sich hier bei mir nichts ändern und das solltet ihr auch tun,
wenn euer Router das nicht anbietet eben. Und auch hier beachten, immer in einem Bereich die IP-Adresse vergeben, die der Router nicht selbst verwaltet. Ich belasse es hier aber bei mir auf automatisch beziehen. Damit habt ihr es jetzt geschafft. Damit habt ihr eine feste IP-Adresse vergeben und könnt jetzt hier mit dieser Adresse auf euer NAS zugreifen und euch einloggen.